etwa 10.000 in ihrer Freude so beeindruckende Hansi-Fans am Hahnenkamm und nochmal 10 Millionen Menschen an den Fernsehern in aller Welt überschütteten Kitzbühel, geradezu mit einer Woge tiefer Zuneigung und der Sehnsucht, einmal hierher kommen zu können. Einmal dabei zu sein, die Berge, die Heimat, davon träumen sie. Ich kann mich erinnern, wenn wir damals die Wanderung das erste Mal gemacht haben, haben wir auch nicht gewusst, was daherkommt. Nicht? Und da sind auf einmal schon 1200 Leute da gewesen. Also das hat sich wirklich von Jahr zu Jahr gesteigert. Und genau da sieht man eigentlich die Kraft der Fans untereinander, wie sie dir verständigen, wie dir sagen, Mensch, da ist Berg, da fahre ich auch hin, das gefällt mir nicht. Und die müssen ja auch planen, den Urlaub planen, die müssen sich mit dem Geld irgendwie richten, dass genau die Wochen da sind oder vielleicht länger da sind. Und das finde ich einfach großartig. Und da bin ich schon verdammt stolz auf meine Leute, auf meine Fans und ganz egal, wo ich hinkomme. Die Berge, die Heimat, beides ist größtenteils zum Bestpreis verscherbelt. Und der Traum von Millionen, die Heimat und die Berge, all das wird sukzessive um harte Münze von 60 Maklern auf 8000 Einwohner gerechnet abverkauft. Das schafft freilich ein Klima von Neid, Gier und einen harten Zug im Antlitz der Region. Das Feuer, ich die Flamme, und nur mit dir zusammen ist Leben lebenswert. Wir haben ja schon öfter mal gesprochen, es ist eine lieblose Zeit und du setzt sehr viel deiner Energie ein, um diese Lieblosigkeit ein bisschen mit Wärme zu erfüllen, damit gibst du ja Kraft ab. Du nimmst sie aber auch wiederum auf der anderen Seite. Und dieses Nehmen und Geben ist eigentlich eine Geschichte, die sollte nicht von Leuten thematisiert werden, die eigentlich nur nehmen in Kitzbühel. Ja, es ist eigentlich eine einfache Geschichte. Wenn ich was gebe, kriege ich auch was. Ich kriege auch sehr viel. Ich gebe sehr viel, aber ich kriege wirklich sehr viel zurück. Gott sei Dank. Und wie gesagt, für Hosenknöpfe verloren will ich es auch nicht machen. Ich möchte auch was verdienen. Das ist eigentlich logisch. Das will auch jeder von uns. Aber trotzdem sollte man nie vergessen, wo kommen wir her und was machen wir eigentlich. Nicht? Und ich finde es einfach so schade. Wir haben so ein Juwel in Kitzbühel. Das ist wirklich ein Paradies. Und einfach so Störfrieden drin, also Störleid drinnen, das ist einfach, man fragt sich wirklich, was soll das eigentlich? Maß und Ziel hat auch mancher Hotelier in Kitzbühel verloren, wenn er Hansi-Hinterseer-Gästen ein überteuertes 14-Tage-Paket aufnötigt, obwohl der sich vielleicht nur 6 Tage leisten kann und will. 14 Tage, sonst geht nichts, Pfirti. Ist eigentlich schade, weil du siehst, die Leute sind zufrieden, sind wirklich gute Leute, alle Berufsschichten dabei. Und sie sind Leute, die sowieso das Geld da lassen. Wenn man denen das Gefühl gibt, sie sind willkommen und nicht geschrupft, dass sie wieder heimfahren sollen, dann läuft irgendwas falsch. Also es ist leider Gottes ein bisschen falsche Richtung. Ernüchterung macht sich breit und als Hansi eine Erhöhung seiner Unkostenpauschale ausverhandeln möchte, da bläst das Lokalblatt, die Tiroler Tageszeitung, zum Sturm und löst damit deutschlandweit Negativschlagzeilen aus. Das sei zutiefst abstoßend. So mancher Gast komme da nicht wieder. Unfair gehe man mit Hansi um. Das hätte man auch Wochen später untereinander aushandeln können. So denken die Leute. Ich bin ein stolzer Kitzbühler, ich bin gern da. Und sie hätten nicht die letzten Jahre so schöne Sachen gemacht da. Und wie gesagt, ich tue es mit dem Herzen gern. Und es gibt tolle Kitzbühler, die toll hinter der Idee hinterbei stehen und die mir helfen und die mich unterstützen. Überhaupt kein Thema. Aber es ist halt auch ein paar sind halt irgendwo am Ruder, die ein bisschen zu viel zu sagen haben und die vielleicht ein bisschen eine blöde Stimmung reinbringen. Und das ist einfach verdammt schade für das ganze Konzept. Ich bin stolz, dass ich das machen kann. Ich bin sehr glücklich, dass ich das machen kann. Am liebsten würde ich es natürlich daheim machen, mit den Leuten zusammen. Und wie gesagt, ich muss nicht darum betteln. Wenn sie mich nicht haben wollen, dann müssen sie es einfach sagen. Und klare Linien sagen, entweder machen wir es miteinander, ziehen wir einen Strang oder hauen wir einen Hut drauf und lassen wir es gut sein. Fazit. Das Phänomen der Weltgemeinde Hansi-Hinterseer wird zerredet. Die Fans in der Tageszeitung verächtlich gemacht und der Geldsack in Kitz neidvoll bewacht. Die heile Welt von Kitzbühel hat eine hässliche Schramme im Gesicht.
Ich bin der Hansi, ich habe schon der Hansi gewesen, werde der Hansi bleiben. Und ich sage, wie gesagt, ich habe eine tolle Mannschaft an mir. Ich bin stolz drauf, dass wir so was Schönes an den Weg gestellt haben. Und man spürt es einfach von der Resonanz her, für die Leute, für die Fans, ganz egal wo ich bin. Wie gern das kommen und wie gern, dass sie mitmachen. Und das sollte man eigentlich nicht vergessen. Und ich weiß auch nicht, wie lange das noch geht. Ich versuche halt ein bisschen noch das zu machen, aber irgendwann wird man älter. Und so leicht geht das auch nicht von der Hand.